Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Hof 22. Ja, ich weiß, ihr müsst gar nicht mehr zugucken, ihr könnt sie jetzt auch selber spielen. Ist das großartig für die, die es nicht mitgekriegt haben. Links sind, hier in der Videobeschreibung nicht mehr, aber ihr werdet die überall finden im Discord, auf der Hort-HQ-Seite. Wer das noch nicht geladen hat, ihr dürft die Karte jetzt auch spielen. So, das mal vorweg. Und dann begrüße ich natürlich die Senioren, die heute Abend auch da sind. Das sind Mike, Marc, Nico, Sascha, Willi, Mario, Thomas, Marco, Michael und Marco. Hallo. 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 Servus zusammen. So, und da sind wir auch schon. Wenn ihr den Stream womöglich nicht vollständig geguckt habt, obwohl der wirklich kurz war diesmal, vielleicht ist mir ein kleines Malörchen passiert hier mit dem Schafstall. Der, als ich den gesetzt habe, hat er irgendwie das ganze Level angehoben, über die Straße und über die Schienen und wird nicht all. Und da hat uns der Schafstall nicht 50.000 Euro im Bauen kostet, sondern nochmal plus 40.000 Euro im Geländeausgleich. Aber ich musste auch hier in den Schienen ein bisschen was ausgleichen, aber ich denke, das haben wir jetzt einigermaßen hingekriegt. Das sieht eigentlich ganz gut aus, auch wenn es hier bei den Schafen noch so ein bisschen Berg und Tal ist. Aber ganz ehrlich, das sind Tiere, die haben Allradantrieb, ne? Die können auch mal hier ein bisschen hoch und runter laufen. Das ist auch gut für die Schenkel. So, den haben wir gemacht. Schafstall auch relativ voll. Dann haben wir noch ein wenig Holz gemacht. Dann haben wir, also Gras haben wir natürlich geholt. Wir haben eine Spritze gekauft und das Feld fertig gemacht. Das musste auch noch mal gekalkt werden. Ja, also das fällt mit den Karotten. Ne? Und wir haben die Gemüsefabrik, die Blechböchsenfabrik gekauft. So, ich glaube, jetzt haben wir aber auch wirklich fast alles erzählt, was wir gemacht haben. Jetzt haben wir da Thomas. Lader gekauft. Radlader. Den Radlader, ja, das ist ja, das haben wir nicht mehr im Stream gemacht, sondern habe ich danach gemacht. Wir haben den zweimal gemietet, der kostet jedes Mal 20.000. Und da wir den häufiger brauchen werden und das vom Geld her jetzt okay war, ja, ich habe dafür ein bisschen Kredit aufgenommen, aber das ging jetzt. Der war auch nicht im Shop, das hat am meisten wehgetan, dass der nicht vergünstigt zu kriegen war. Aber wir haben jetzt gekauft, wir werden den hier brauchen, wir werden den später auch noch für woanders brauchen, sicherlich. Von daher passt es schon. Ja, und dann haben wir hier noch eine neue Ecke angelegt mit Gewächshäusern. Und wie ihr seht, wächst das hier schon hervorragend. Hier vorne wachsen Paprika, obwohl das sieht fast so ein bisschen aus wie, wie Origami-Paprika. Habt ihr das gesehen? Ne, habt ihr noch nicht gesehen. Ich sync mal kurzer. Ja, ja, immer rein da. Es geht besser heute jetzt. Das sind wirklich Origami-Paprika. Die sind so gefaltet. Mike, vielleicht könntest du mal hier in Zukunft bei uns im Gewächshaus ein bisschen Paprika falten. Warum ich? Ja, fällt mir gerade irgendwie ein. Du bist derjenige, der sich auskennt. Ach, guck mal hier im... wie ist es auch? Paprika? Doch nicht mit Gemüse. Hier ist Weißkohl. Hier ist Blumenkohl. Ist die Rübe nicht auch ein Gemüse? Das ist eine Wurzelfrucht, ne? Hm. Na gut. Gemüse ist zu viel Handarbeit, das ist schon blöd. So, was haben wir hier? Tomaten. Aber wieso haben wir denn hier vorne zwei... Ach ne, das ist ein Gewächshaus. Oder? Ja, die gehören zusammen. Deswegen, das sind immer mehrere Reihen. Ich habe die nur so nah aneinander gesetzt, weil Andreas gesagt hat, die kann man ruhig aneinander setzen. Ja, geht auch, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Sollen wir gleich gucken, was wir damit, was in der Nacht da passiert ist. Da können wir ja mal reingucken, ne? Da, Blumenkohl. Ey, wir haben fast 3000 Liter Blumenkohl. Ich flippe aus. Strom haben wir auch schon drin. Was haben wir denn eigentlich? Wir müssen auf jeden Fall Gemüse machen. Das, was wir aus den Gewächshäusern kriegen, könnten wir ja auch schon mal heute hinfahren, ne?
Also ja. An diesem Spieleabend, aber wahrscheinlich noch nicht in der Folge. Wir machen jetzt erstmal hier, da arbeiten wir ja auch schon etwas länger dran an dem Waldstück hier. Und Willi ist fleißig, du hast die Mähmission auf unserem eigenen Feld angenommen. Jo. Hervorragend. Na Thomas, dann lade ich erstmal hier mit unserem neuen Radladergerät auf. Mhm. Ach guck mal, den kann ich ja eigentlich auch. Hier oben rüberstellen. So. Das Feld, Willi, würde ich glaube ich auch einmal pflügen dann, ne? Mit den Zwiebeln. Machen. Also wir haben ja Tiefenlockerer, also den. Oder ne, haben wir den? Ne, haben wir nicht, ne, haben wir geliehen beim letzten Mal. Der war Mal, geliehen. Ne? Der war geliehen, ja. Ach. Dann leihen wir den nochmal. Ja, oder wir lassen's. Der Marco, auch wenn er auf einem anderen Hof unterwegs ist, der hat nämlich einen Test für uns gemacht. Ich konnte das nicht mit ansehen, dass wir immer so unvorbereitet hier in die Aufnahmen gehen. Und hat das schön für uns getestet. Und hat Karotten, also dieses Karottenfeld mal gegengetestet, wie viel da runterkommt mit Pflügen und ohne. Also dafür nochmal vielen Dank. Gerne geschehen. Es war nämlich wirklich hilfreich, weil das von dem ganzen Feld kommen 1,3 Millionen mit Pflügen runter und 1,2 ohne. Also ungefähr kann ich das schon zusammenfassen, ne? Ja, so grob. Hm? Ja. Also würde ich auf jeden Fall immer pflügen. Ja, das das Ding ist, dass unsere Fabrik pro Jahr, haben wir hochgerechnet, 500.000 Liter Karotten durchjagt. Das heißt, mit den 1,2 hätten wir schon über 2 Jahre die Fabrik betrieben. Das heißt, wir könnten sogar immer im Wechsel Zwiebeln und Karotten da anpflanzen. Das würde uns sogar schon reichen. Nein, roll nicht weiter. Da können wir nämlich auf Fliegen eigentlich verzichten. Willi, weißt du was? Dann lassen wir das auch auf dem Feld. Das ist ja... Fällt mir gerade kein Grund ein, warum wir es tun sollten. Ich glaube nämlich, die 97 ist auch entsprechend groß. Oder möchtest du das unbedingt? Du, das ist mir ganz egal. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ja, dann ja. Du willst also eine Decision, ja? Aber heute macht man das so übrigens. Man macht immer irgendwelche englischen Wörter dazwischen hängen. Die Kids machen das. Vielleicht ist es aber auch schon wieder out. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Also ich persönlich würde es, obwohl mit dem Tiefenlockerer ging das eigentlich ganz gut, aber ich finde, den Laien ist fast zu teuer. Nee, wir lassen das. Uns geht das auch nicht so gut. Lassen bin ich gut. Marc, was habt ihr denn gestern eigentlich gekauft und gestartet im Stream? Gekauft haben? Ja. Die Molkerei. Ah, stimmt, ihr habt die Molkerei gekauft. Wollt ihr womöglich Kühe? Wir haben schon Kühe. Ach, ihr habt schon Kühe. Ist ja verrückt. Und haben die auch schon Milch gegeben, also mehr. Also, ja, sicher. Noch nicht redenswert, aber sie haben schon Milch gegeben, ja. 2-3 Liter. Noch nichts an der Molkerei angekommen. Was gibt's denn da in der Molkerei alles? Quark, Joghurt, Frischkäse, Käse. Jupp. Quark, Joghurt, Frischkäse, Käse. Sind das die Endprodukte? Ja, ne? Oder ja. Gehen die noch weiter? Ja.
denk mal, dass der Käse noch weitergeht, oder? In die Pizzeria oder so, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Genau wissen tue ich nicht. Da geht einiges noch weiter, der Quark geht glaube ich auch weiter. Ja. Meine Lehrerin früher auch schon immer gesagt, der Quark wird nie zu Ende sein. Guck mal hier, Thomas, hier siehst du das ganz gut, wenn ich die Zange so nach hinten biege, dann ja. Siehst du, dass wenn die Zange zu ist und vom Boden abgehoben wird, dann hat der irgendeinen Haltetrigger da drin. Da haben die mit der Physik wirklich was Großartiges gelöst. Früher sind die einfach so rausgefallen dann, ne, wenn man die nicht komplett voll hatte. Das ist ein kleines Highlight, das mir noch nicht bekannt war, bevor ich das hier in der Geheimfolge gemacht habe. Die Pizzafabrik braucht Käse. Die Soßenfabrik braucht Quark und Joghurt. Ach, Mensch. Oder noch? Du hast irgendwie schon. Kommt mir wenig vor. Vielleicht was übersehen. Ja, ich glaube, das brauchst du gar nicht übersehen. Die Liste ist gar nicht so riesig, so mega groß. Aber ich glaube, der ist voll. Der ist ziemlich voll, ja. Ja, ich fahre mal wieder los. Das Ding ist, dass wir, selbst wenn wir alle Produktionen hier zum Laufen bringen, dann haben wir genug damit zu tun. Also die Karte ist nicht überfrachtet mit Produktionen, wie es manche andere sind, wo einfach 50 Produktionen drauf sind. Aber die hier drauf sind, die sind tatsächlich ein bisschen durchdacht. Und das finde ich angenehmer als wenn hier einfach mal 70 Produktionen drauf rumhängen, von die man sowieso nicht alle nutzen kann. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, alle Produktionen, die hier drauf sind. Eben, und wir sind ja schon relativ viele. Wir haben ja Abende, da sind wir ja wirklich mit fast 16 Leuten, also Maximum. Von daher ist dieser Wunsch nach noch immer mehr und mehr Produktionen überhaupt nicht sinnvoll. Das wurde mir aber tatsächlich auf dieser Karte erst bewusst. Früher habe ich gedacht, mehr ist besser. Marco, was machst du gerade? Also mehr Straßenhaftung wäre auf jeden Fall besser. Ich war mit dem Trecker spazieren. Kannst mit der Presse hier runterkommen? Nö. Du möchtest. Will er nicht. Will er nicht. Ich bin gerade in einer anderen Richtung unterwegs. Kann ich ja gleich machen. Ich bringe bei der nächsten Fuhre ist der LKW voll. Vom Haferpreis her, ich weiß nicht, man kann ihn zwar verkaufen, aber im Moment ist das der zweitschlechteste Monat im Jahr. Ob man es nicht dann besser einlagern in dem Moment. Das ist ein Silo. Genau. Ihr habt sogar ein Silo. Ja, irgendwo muss man ja für die Hühner das Futter zwischenlagern. Man muss aber nur ein kleines leisten, weil irgendwie gehen uns die 250.000 Euro ab. Ja, ja, das ist wirklich ein Thema, wenn man einfach schlecht gewirtschaftet hat, dann fehlen einem einfach immer genau 250.000 Euro, egal was ihr macht. Oder wenn man schlecht beraten wurde. Ja, das stimmt. Das ist ja so eine Sache mit den Beratungen. Ja. Noch einen Ausrutscher gefunden von dir. Du hast von mir einen Ausrutscher gefunden. Ach so, bist du auf dem Feld gerade und hast noch eine Delle gefunden, oder was? Nee, hier hast du eine Betonplatte hingenagelt. Einen rechteckigen Landscape-Mausklick. Ja, das weiß ich. Das habe ich vor ein paar Wochen mal gemacht, weil ich da eigentlich einen Weg erstellen wollte. Aber da ging das noch mit dem über den anderen Gebieten drüber, Landscape nicht. Aber da würde ich gerne nämlich einen Weg über die Gleise machen zu unserem Feld, damit wir nicht immer außen rumfahren müssen.
Das war noch eine Erinnerung für mich, aber ich weiß, was du... es war tatsächlich kein Ausrutscher, sondern ein Start, der nicht finalisiert werden konnte. Aber das machen wir noch bei Gelegenheit. Oder willst du keinen Weg rüber auf die andere Seite? Gerne machen, der wird denn jetzt genau im Schafstall landen, so ungefähr. Ah, ziehen wir ein bisschen quer hoch. Ist auch nicht verkehrt, dann haben wir einen Weg am Schafstall vorbei. Wollte ich sowieso noch machen. Machen sich die Schafe beim Fressen auch nicht die Füße dreckig. Eben, eben. Naja, aber auch noch ein bisschen Ruckelparty hier zwischendurch. Ja, ziemlich. Weil die Hot-Server so überlastet sind heute. Das kann sein. Meinst du, Andreas hat bei den Streamern, wo er die Karte verteilt hat vorher, also jeder, der die Karte installiert, der wird Teil eines Supercomputers, automatisch. Ja, da hat er auch hier so ein Botnetz aufgespannt über alle, die die Karte anschmeißen, die sind genau. Dann auch gleichzeitig als Downloadquelle drin. Ja, das ist wie diese, diese BitTorrent-Nummer, ne? Genau. Ja. Peer-to-Peer-Netzwerk. Ja. Und wenn die Karte runtergeladen ist, dann wird er eure Rechner übernehmen und macht einen Supercomputer und reißt die Weltherrschaft an sich. Ist doch immer so der Masterplan, oder? Thomas, wie viele Bäume stehen hier noch? Kriegen wir die heute runter? Oh. Ja, ich denke schon. Ja, dann wäre das super. Dann könnten wir ja nicht nur... Wenn es nicht so weiter ruckelt, der ganze Abend. Ja, dann geh doch mal zu deinem Nachbarn rüber und sag dem, sag Schlafenszeit. Der geht um 11 Uhr ins Bett, dann wird's besser. Okay. Aber der Tom hat scheinbar der gleiche Nachbar gehabt vorhin. Ja. Der ist ganz schnell umgezogen. Der Tom ist schon wieder umgezogen, ja. Nee, der Nachbar. Ach so. Der hat eine zweite Wohnung dazu geholt. So, was machen wir denn, wenn wir die... Ja, ich müsste wahrscheinlich auch irgendwann nochmal eine Ründchen Landscape bei den Schafen überhaupt, ne? Wegen wenigstens bei dem Abladetrigger, wo die Wolle erscheint. Sonst kommen wir da überhaupt nicht richtig dran. Also irgendwann muss ich da nochmal ein bisschen nachlegen. Aber wie gesagt, Geld war knapp im letzten Stream. Ich weiß auch gar nicht, wie weit wir jetzt noch im Minus sind. Müssen wir nachher mal uns angucken. Ach so, und wir könnten mal gucken, ob unsere Stofffabrik, die müsste ja auch wieder Stoff produziert haben, ne? Aber ich glaube, der Preis ist jetzt auch wieder schlecht, ne? Naja, schauen wir mal. Das Ding ist, dass... Silage, die wir jetzt gerade in großem Stil vom Feld runterkriegen. Das ist zwar schön, dass wir die haben, aber das dauert noch ewig, bis wir da auch was von haben, ne? Also. Betrachte doch das doch als stille Reserve. Ja, okay. Dose. Liegendes Kapital. Ja, Working Capital kann man das nicht nennen. Ja, deswegen ja liegendes. Ja, hilft ja auch nicht. Der Notgroschen. Ja. Ich sehe schon wieder alle losfahren, wenn die, wenn Dezember, Januar kommt und die Silagepreise nach oben gehen. Wird die ganze Karte einfach mal um 800 Millionen Ballen erleichtert. Erstmal um 5 Bioliter Schnee pro Abend. Stimmt.
Müssen wir nur zusehen, dass wir uns früh genug 50 Auflieger leihen und die schon mal alle beim Hafen vors Tor stellen. Damit wir die Ersten sind, die verkaufen. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass im 19er hielt sich ja Wacker das Gerücht, beziehungsweise auch das hatte man wirklich das Gefühl, dass es, je mehr man hinfährt, desto schlechter wurde der Preis. Ne? Das gibt es im 22er, glaube ich, nicht mehr, diesen Effekt. Hätte ich auf jeden Fall noch nicht wahrgenommen. Und wir uns jetzt Zeit lassen. Ja, also ich glaube wirklich, da müssen wir nicht so einen großen Stress fahren. Was machen wir denn mit dem Gras von der Wiese hier? Ja, ich würde auch, also ich würde tatsächlich sagen, wir machen wieder Silageballen. Weil die, wir haben für die Schafe wirklich genug Gras. Und wir haben ja auch Gras wieder auf den Wiesen, das unterwegs ist, ne? Also die Stoffpreise, die sind gerade fallend wieder. Wo ist denn so der... Ja, ich glaube im Mai war der... Der Preis ist 3.500 im... Im Mai, ne? April. Ja, April, Mai. Ja. Ja, genau. Ich hatte im Mai dann tatsächlich noch so einen Notverkauf gemacht von dem bisschen Stoff, was wir da schon hatten. Der ist aber dann schon wieder fallend im Mai wahrscheinlich. Ja, aber es war, ich glaube, wir waren tatsächlich noch an 3.500 dran. Von daher aber war das jetzt okay. Jetzt ist 2.700. Also. Ja, da braucht man das nicht, dann das war das schön da drin. Und das zweite war noch. Also Silage schon geklärt, ja. Naja, Silage ist auch. Brauchen wir vor. Sonst. Dezember nicht ran. Können wir nichts an. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich lohnt sich das nicht, eine Karotten und Zwiebeln direkt zu verkaufen. Gibt es eigentlich noch andere Produktionen, die auch Karotten und Zwiebeln brauchen? Weißt du, wie sieht es mit der Pizzafabrik aus oder so? Karotten nicht, Zwiebeln, glaube ich. Zwiebeln. So, wer macht hier Pizza? Wir hätten demnächst Zwiebeln, also... Demnächst in 7 Monaten. Nee, brauchen keine Zwiebeln. Ach. Knoblauch brauchen die. Ja, Knoblauch kriege ich auf dem Zwiebelfeld nicht angebaut. Ja, Pizzafabrik ist ziemlich umfangreich, was da an Ressourcen reingeht. Ja, das will ich nicht. Wir machen keine Pizza. Oder Thomas, bist du so der Pizzatyp? Ich esse schon mal gerne Pizza ausgemacht, ja. Ja, das schon, aber die gibt's ja in der Fabrik da nicht. Mehl, Hefe, ja. Olivenöl, Tomaten, Paprika, hausgemacht. Käse und Gewürze. Das ist schon nicht wenig. Ja. Also irgendwie, die Stämme müssen wir gleich mal irgendwie schieben. Die lagen noch nicht so schön hier. Das ist durch meine Rucklerei. Ja. Wenn nicht, fahre ich. Ich habe auch noch eine Düngemission, wo ich noch machen könnte. Vielleicht bis es besser ist dann. Naja, ist gut. Mach doch mal das. Ich kann sie ein bisschen hier hochschieben und gucken, ob wir die ein bisschen gerade hingelegt kriegen oder aufgenommen. Aber wenn du wenn die Düngemission, wenn das für dich entspannter ist mit der Ruckelei, dann kannst du das natürlich auch gerne machen. Soll hier kein Zwang im Wald sein. Das ist zu viel. Und war gut, dass wir den Großen genommen haben. Ich
Ich hab gestern echt, als ich den gekauft habe, wirklich überlegt, ob ich den die kleine Variante davon nehme. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, nee, ich habe zwei, dreimal, hatte ich so viele Baumstämme drin, dass der große schon ein bisschen gewackelt hat. Ein Gegengewicht für den gibt's nicht. Nee, ich glaube, da hat noch keiner was gemacht. Das Ding ist ja, dass die... Verschiedene Radlader gibt sowas, aber für den glaube ich nicht. Nee. Das Problem ist, dass die im DLC... Die, ach, Mensch. Achso, der kommt aus dem DLC raus. Ja, genau, dass die Geräte aus dem DLC immer geschützt sind. Aber mal apropos DLC, was sagt ihr denn zu Göweil? Ja, noch nichts anscheinend. Also, mir sagt es nichts. Ich kenn's zwar so jetzt vom Lese. Ja. Die, also ich weiß, im 19er war die immer gewünscht und gefordert, da hat es relativ lange gedauert. Ich weiß gar nicht, ob im 19er danach ja wirklich auch jemand, ein Modder, das gemacht hat. Im 17er gab es die auf jeden Fall, ne? Im 17er gab es die ja. Im 19er kamen die nicht. Da hieß es lange, sie kommt, die kommt, es macht einer, aber dann, die kam ja nie. Ja, genau so war es, ja. Also von daher macht Giants das schon clever, ne? Dass die schon auch drauf hören, was so gewünscht ist. Also ich glaube, ich finde das ein gutes DLC. Das, was was einige Fans hat, was auch ein bisschen neue Funktionen mitbringt. Aber ich denke, das wird mehr Einsatz im Multiplayer finden als im Singleplay, fürchte ich. Ja, da gehe ich auch von aus, weil das... Single, glaube ich, wirst du jetzt einmal... Also, ich gehe von mir aus, ja, man wird jetzt einmal angucken, wird es einmal aufbauen und ansonsten bist du einfach anders, schneller. Aber klar. Ja, genau, das ist so, du bist dann schneller. Das, die Göweil macht wirklich, ergibt mehr Sinn, wenn du es da so machst. Das Witzige ist, dass die Göweil, gerade diese LT Master, die Vario Master, diese stationären, die ergeben ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass man die sich selber für riesen Anlagen kauft. Das wäre ja eigentlich eher so Karten, die man kleiner spielt, wo du dann die Ballen halt weglegst, damit du eben keine große Silo-Stellfläche brauchst. Genau. Ne? Und aber dann würde man sich die auf dem Hof ja auch gar nicht kaufen, sondern irgendwie mit von einem Lohnunternehmer kommen lassen. Ne? Die Göweil ist ja auch im Realen dafür konzipiert, dass die nicht jeder Bauernhof hat, sondern der Lohner kommt. Ja. Ja. Dann wird haben wir der Mais gehäckselt, dann werden da 500 Beine am Tag gewickelt und dann geht es zum nächsten Hof. Ja. Oder so. Ja, genau. Daher, wie gesagt, im Multi ist das bestimmt eine schöne Spielweise, die dazukommt. Kein Thema. Ja. Ich fand ja persönlich auch ganz cool den Teleskoplader, der 4 Quaderballen da zusammenwickelt. Fand ich auch spannend, die Idee. Ja, ja. Wenn ich auch nochmal. Also das ist so ein Ding. Aber das wird viele natürlich, viele User werden das nicht machen, weil, da dieses Laden der Fall ist, ne? Da musst du wirklich 4 Quaderballen in eine Zange kriegen. Da werden diverse Leute fluchen, behaupte ich mal. Genau. Einmal probiert und zweimal in die Ecke geschmissen. Ja. Sah aber in dem Video so aus, als wenn die Quaderballen ein wenig die strukturelle Integrität verloren hätten und so. Ja, das stimmt. Ein bisschen Haufenbildung am Ende, ja. Aber es war halt in realistischen Realitäten, es war ja nicht im... Ja, ja. Aber von da musste Homepage. Ich auch dreimal hingucken, wie das, wie viele das da sein sollten. So, liebe Zuschauer, schreibt ihr doch mal in die Kommentare. Was meint ihr denn zu dem DLC? Ich habe noch gar nicht so viele Kommentare dazu gelesen und gehört. Einige haben uns das Video natürlich drunter geschrieben, dass sie es ganz cool fanden, dass sie auch drauf warten, auf die Göweil. Aber schreibt doch mal rein, was denn davon ihr benutzen wollen würdet, wenn ihr das überhaupt benutzt. Ja? Und ja, dann verabschieden wir uns für jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Servus. Ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Ne? Lasst uns ein Däumchen da und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder hier auf der Hof. Bis dahin, alles Gute, bye bye und ade.